Ganz herzlichen Dank für die Einführung und die Einladung, hier zu sprechen. Wie schon gesagt wurde, ich beschäftige mich hauptsächlich mit theoretischer Chemie. Wir kochen also nichts, wir synthetisieren nichts, wir sitzen eigentlich hauptsächlich vorm Rechner und lösen Gleichungen. Ich hoffe, ich habe es jetzt immer ein bisschen versucht, mit dem Experiment zu verknüpfen. Es ist trotzdem was dabei, was Sie inspirieren kann da, oder mit dem ich hoffentlich meine Begeisterung für das Forschungsgebiet teilen kann. Ich habe es ein bisschen langen Titel gewählt, also biologisch inspirierte optische Materialien. Also es geht bei meinem Forschungsgebiet hauptsächlich darum, Licht-Materie-Wechselwirkung zu untersuchen. Gut, also grob in meiner Arbeitsgruppe finden sich Chemiker und Physiker. Es ist also nicht nur reine Chemie. Ein Großteil arbeitet jetzt hier im Bereich der Quantenchemie und Wechselwirkung jetzt mit schwachen oder starken Laserfeldern. Und so ein bisschen so der Exot in der Arbeitsgruppe sind die Leute, die jetzt versuchen, mit speziell geformten Laserfeldern chemische Reaktionen zu steuern. Ich gebe Ihnen vielleicht mal so einen kurzen Überblick, was wir so machen. Und einige von den Teilen werde ich auch im Vortrag ein bisschen näher erläutern. Wir haben ein Forschungsgebiet, was sich mit selbstheilenden Polymeren beschäftigt, ein bisschen die Photophysik von CO- und NO-abspaltenden Molekülen. Aber wir gehen auch im Prinzip sowas wie AFM, wenn man die AFM-Spitze vielleicht ein bisschen sieht und vorne so einen plasmonischen Nanopartikel dranbringt, beschäftigen wir uns mit Fragen, welche Auflösung man eigentlich erreichen kann. So im Bereich jetzt von diesen schwachen Wechselwirkungen mit schwachen Laserfeldern sind wir viel im Bereich jetzt der Dynamik unterwegs. Das heißt, wir gucken uns an, wie schnell funktioniert eine chemische Reaktion, kann man das messen? Und für uns natürlich kann man das rechnen, wie schnell das geht. Kann ich jetzt auch angucken, wie nicht nur die Kerne sich bewegen, sondern vielleicht sogar die Elektronen sich bewegen. Und im Prinzip noch so ein Ableger, die nichtlineare optische Spektroskopie, mit der wir uns auch beschäftigen. Gut, also vielleicht das Erste, was Sie sich fragen, was ist jetzt theoretische Chemie, was ist Quantenchemie? Vielleicht kennt ein Teil von Ihnen noch Quantenmechanik, aber Quantenchemie ist eigentlich typischerweise nicht das, was Sie wahrscheinlich begegnet sind. Das ist jetzt, was ein Teil von Ihnen, jetzt nicht die Chemiker, sich vielleicht unter einer klassischen chemischen Reaktion vorstellen. Es explodiert irgendwas, es ist laut, es ist bunt. Im Labormaßstab versucht man das so ein bisschen kontrollierter zu haben. Im Kolben, das soll nicht gleich in die Luft gehen, es fällt vielleicht was aus, es raucht, es gibt Blau. So, und was dabei passiert, ist nicht immer ganz klar. Das heißt, was oft passiert zu uns, ist, dass der Experimentator herkommt und sagt, bei uns fällt was aus oder es ist blau und fragt, was ist denn da los? Können Sie das beschreiben? Und das ist, was wir versuchen, also mit quantenchemischen Methoden zu machen. Wir schmeißen unsere Rechner an, starten quantenchemische Programme und versuchen, diese dann auszuwerten, um dem Experimentator dann einen Mechanismus erklären zu können oder zu verifizieren oder falsifizieren. Wie sieht es jetzt aus? Im Prinzip, wir kriegen ganz, ganz viele Zahlen raus, aus denen man erstmal vielleicht nichts sieht. Wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt und die Augen schließt, dann sieht man dann wirklich aus den Zahlen irgendwelche Strukturen, chemische Formeln, irgendwas auftauchen. Also im Allgemeinen versuchen wir dann daraus zu lesen, welche Strukturen haben wir, wie sind die Bindungen miteinander verknüpft, sind es Einfachbindungen, Doppelbindungen, welche gehen bei einer chemischen Reaktion auf und so weiter. Wir sehen Orbitale, also Wellenfunktionen, gibt es hier einen Überlapp, gibt es da eine Bindung und so weiter. Wir sehen sowas wie eine Elektronendichte, eine Ladungsverteilung, das wäre also auch experimentell zugänglich. Oder im Prinzip, wenn es was Größeres ist, im Prinzip auch ein DNA-Strang, wir können uns dann anschauen, wie wird sich das Ganze im Wasser umorientieren und so weiter. Das ist eine der Formeln, die ich jetzt heute zeigen werde. Das ist unsere fundamentale Gleichung, die wir lösen müssen. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Die hat jetzt für uns, ist das jetzt also eine Mehr-Elektronen- und Mehr-Teilchen-Schrödinger-Gleichung. Das heißt, die ist für unsere Systeme nicht mehr analytisch lösbar. Wir müssen also auf approximative Methoden zurückkommen, numerische Methoden. Und da gibt es so einen ganzen Methoden-Zoo von Dichte-Funktionaltheorie über andere. Da will ich jetzt heute gar nicht viel zu sagen, die wir dann anwenden, um genau diese Informationen zu bekommen. Gut, das ist jetzt so ein bisschen der Grundlagenteil. Für einige von Ihnen ist das sicherlich bekannt, für einige ist es vielleicht was Neues dabei. Wie sieht das jetzt wirklich aus? Also wir versuchen, diese Gleichung zu lösen. Wir gucken uns jetzt mal das allereinfachste Molekül an. Das soll jetzt mal das Wasserstoffmolekül sein. Wir haben zwei Kerne im bestimmten Kernabstand und wir haben es mal klassisch betrachtet, wirklich so zwei Elektronen, die da drum kreisen. Wenn wir das lösen wollen, dann können wir das nicht mehr analytisch lösen, es sei denn, wir halten die Kerne fest und rechnen für jeden bestimmten Kernabstand jetzt aus, wie sehen diese Funktionen aus, wie sind die mal schematisch dargestellt und wie sehen diese Energien aus, die wir da rausbekommen. Wir bekommen also im Prinzip, wenn man es mal ein klassisches Analogon wählt, Energiestufen, die ist diskretisiert, wie beim Ventilator. Sie haben Stufe 1, kleine Energie, Stufe 2, schnellere Energie und so weiter. Das sind jetzt hier meine Energielevels. Und ich habe im Prinzip eine Verteilung, wo sich das Elektron aufhalten wird.
Wir haben jetzt hier zwei positive Ladungen, also ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, das auch in der Nähe von so einem Kern zu bekommen. Und das Gleiche gilt für einen anderen Kern. Sowas bekommen wir raus, das sind unsere Wellenfunktionen. Wie gesagt, wir können das jetzt für verschiedene Abstände machen, einmal hier festhalten, einmal hier festhalten. Und wir lösen im Prinzip also diese Eigenwertgleichung und bekommen hier also Energielevels, Funktionen und so weiter raus. Und wenn wir das Ganze jetzt also für ganz viele Abstände tun, bekommen wir im Prinzip diese Potentialkurven raus, die uns dann sagt, wie so eine chemische Reaktion vonstatten geht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Minimum, das heißt, das ist so die energetisch günstigste Struktur, die energetisch günstigste Anordnung zwischen den Kernen. Wenn wir es ein bisschen weiter stauchen, ist wie bei so einem Federmodell, die wollen nicht näher zusammen, ist das energetisch ungünstig, die Energie geht hoch. Dann haben wir hier zum Beispiel einen anderen Zustand, der fällt einfach auseinander. Das heißt, das wäre also ein Antibinder, ein dissoziativer Zustand. Wenn man den zum Beispiel besetzt hat, dann fällt das Molekül auseinander, es wäre nicht stabil. Ja, also solche Informationen können wir rausbekommen. Das ist das sogenannte Born-Oppenheimer-Bild. Das heißt, wir halten immer wirklich die Kerne fest und rechnen dann das neu aus. Wie sehen die Funktionen aus? Jetzt für diejenigen von Ihnen, die jetzt vielleicht keine Chemiker sind, haben es schon gerade mal gesehen, es gibt jetzt hier irgendwelche Hübbel, die sind dann immer genau da, wo die Atomkerne sind. Und es gibt zwei typische Arten von Molekülorbitalen, von denen wir reden. Da einmal das oben, das blaue, das hat also wirklich viel Elektronendichte zwischen den Kernen, das hält also die Kerne zusammen. Wenn wir das besetzen, ist das wirklich eine stabile chemische Bindung. Und hier unten ist mal was gezeigt, wo wirklich hier so eine Knotenebene dazwischen verläuft. Da ist also keine Elektronendichte dazwischen, kein Kitt, der die Atomkerne zusammenhält. Das heißt, sowas wird auseinanderfallen. Ja? Sowas schauen wir uns im Prinzip an. Das ist für die meisten Fälle, sehen die etwas komplizierter aus, aber ansonsten ist das Prinzip genau das Gleiche. Das ist also die sogenannte Born-Oppenheimer-Näherung. Wie gesagt, wir kriegen also diese Potentialkurven und Wellenfunktionen. Wir können damit auch im Prinzip Bewegung machen. Das ist die einzige Folie, ich hoffe, es schreckt Sie nicht ab, wo ein bisschen mehr Formeln dran ist. Was das mathematisch heißt, wir haben das Ganze zerlegt, ist also in einen Teil, der nur auf diese Elektronenbewegung anspricht und einen Teil, der nur die Kernbewegung hat. Wir haben also Elektronen und Kernbewegung separiert. Was wir vernachlässigen dabei, ist das hier. Das sind sogenannte nicht-adiabatische Kopplungen. Für die meisten Sachen ist es auch wirklich nicht wirklich wichtig. Was das heißt, ist, dass sich die Wellenfunktion im Prinzip langsam mit dem Abstand ändert. Das ist normalerweise gegeben. Und wenn es sich langsam ändert, dann werden auch diese Änderungen der elektronischen Wellenfunktion klein. Das heißt, sie sind null. Wir beschäftigen uns aber relativ viel mit Sachen, wo diese Sachen nicht vernachlässigbar sind. Ich will jetzt noch nicht auf meine Forschung eingehen. Ich will nur zwei, drei Beispiele nennen, wo das wirklich relevant ist. Das erste ist jetzt eine etwas volle Folie, aber das ist in allen DNA-Basen. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, fast alle Moleküle absorbieren Licht, organische Moleküle, alles meistens im UV-Bereich. Und was passiert, wenn wir jetzt anregen? Es kann zerfallen, hat man gerade gesehen, es kann irgendeine Umlagerung bilden. Also typischerweise wollen Sie vermeiden, dass Lichtanregung passiert, weil dann Ihr Molekül auseinanderfallen kann. Das wäre für eine DNA-Base relativ schlecht, wenn jedes Mal, wenn Licht auf uns drauf fällt, Ihre DNA kaputt geht. Was passiert also nach Lichtanregung? Es gibt einige Deaktivierungsmechanismen durch Stoß, Fluoreszenz. Das dauert. Das dauert alles relativ lang. Nanosekunden. Wenn wir Nanosekunden warten müssen, bis die DNA sich wieder relaxiert hat, bleibt nicht mehr viel übrig. Es gibt also einen relativ geschickten Deaktivierungsmechanismus. Und das soll jetzt mal an dieser Tabelle gezeigt werden. Das ist für alle diese DNA-Basen oder RNA-Basen der Fall. Wenn wir es hier mal angucken, das ist jetzt Beispiel Adenin. Wir regen jetzt im UV-Bereich irgendwo an und wir messen die Zeit, die es braucht, bis es jetzt wieder aus dem angeregten Zustand deaktiviert ist. Dann ist die Zeit, die wir hier sehen, 50 Femtosekunden. Also Nanosekunden ist der normale Zerfallskanal, Pikosekunden, Femtosekunden. Das sind mehrere Größenordnungen unterschiedlich. Das heißt, innerhalb von einer, zwei Schwingungsperioden ist das Ganze wieder deaktiviert. Und das funktioniert hier wie folgt. Das sind hier, wenn man in so einen angeregten Zustand geht, gibt es hier so eine Kopplung zwischen Zuständen. Das sehen Sie hier, die kreuzen sich sozusagen. Und das wirkt wie so ein Badewannenstöpsel, den man gezogen hat. Alles, was da oben drin ist, flupp, geht durch den Trichter wieder runter in den Grundzustand, ist deaktiviert. Und das funktioniert extrem schnell. Für die Chemiker ist dann interessant, woran liegt das? Kann ich das jetzt irgendwie modifizieren? Man kann irgendwie sehen, das ist ein Teil, ist diese Schwingung, diese Bindung. Wenn man die jetzt hier irgendwie ändert chemisch, dann ist der Zerfalls- oder der Deaktivierungskanal ausgeschaltet. Ja? Nach dem gleichen Prinzip funktioniert Ihre Sonnencreme. Sie regen an und Sie wollen ja nicht, dass die Sonnencreme nach einmal draufstrahlen, schon wieder deaktiviert ist. Das funktioniert genauso.
Die hat auch so einen Mechanismus, wo ein angeregter Zustand vom Licht erreichbar ist und relativ schnell deaktiviert wird. Alles über so eine nicht-adiabatische Dynamik. Das andere Paradebeispiel, das ist jetzt die Biologen unter Ihnen wahrscheinlich besser kennen als ich, ist der Sehprozess. Sie haben also im Auge diese Stäbchen und Zapfen hinten drin und das ist so eine Stäbchenzelle und die hat oben solche, ja, solche Plättchen, solche Scheiben. In diesen Scheiben ist das Molekül drin, das heißt Rhodopsin, das besteht also aus zwei Teilen, einem chemischen Molekül Retinal und einem Protein Opsin. Das ist in so einer Tasche drin. Was passiert da chemisch? Wir haben dieses Molekül, hatte ich gerade gesagt, das ist das Retinal und wenn Licht drauf scheint, ändert sich eine einzige Bindung. Die sieht vorher in der sogenannten Cis-Form, die zeigen in die gleiche Richtung, nach Lichtanregung geht es in die Trans-Form über. Das heißt, wir haben es einmal, passt es sozusagen in diese Proteintasche rein und wenn es anfängt, aus der Konformation rauszudrehen, muss sich diese Tasche ändern. Diese Tasche liegt genau in diesem Membran von der Zelle drin, das heißt, das triggert automatisch das Nervensignal und wir sehen, es ist gerade ein Licht eingefallen. Und dieser Mechanismus, wie das funktioniert, Sie ahnen es, ist wieder so ein ja, nicht adiabatische Kopplung. Wir regen hier, das ist so, wie wir es berechnen würden, wir regen hier an und hier haben wir so eine Kreuzungsregion, so eine Kopplungsregion, wo es dann in die andere Form übergeht. Aus dem angeregten Zustand wieder in den Grundzustand. Ja. Das ist das, was ich schon sagte, das wäre so ein Schnitt dadurch. Im Prinzip ist das so eine Fläche, eine mehrdimensionale Fläche und das ist dieser Trichter, ähnlich wie in der Badewanne, wie das funktioniert. Anders, das ist jetzt schon wieder in dem Bereich, wo meine Forschung ein bisschen hingeht, wenn Sie sich die neuen Farbstoffsolarzellen, die sogenannten Kretzelzellen anschauen, passiert genau das Gleiche. Sie haben auf der einen Seite Titandioxid als Elektrodenmaterial und auf der anderen Seite Farbstoffe. Können jetzt irgendwelche Farbstoffe sein, die können Sie jetzt wieder über so eine Levelstruktur mit Licht anregen und die Kopplung, das gibt dann einen Elektronentransfer, in die Elektrode rein. Das ist alles extrem schnell, Größenordnung, einige Femtosekunden, 10, 50 Femtosekunden. Ja. Extrem schnelle Prozesse. Gut, das führt mich zu dem Schnelligkeitsthema. Also in meinem Thema ist hauptsächlich jetzt wieder die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Bei uns also geht es um Bewegung, nicht um statische Sachen. Wenn wir jetzt also schnelle Prozesse aufnehmen wollen, Sie kennen das von der Kamera, müssen wir die Belichtungszeit anpassen. Wenn die Belichtungszeit nicht passt, dann sehen wir nicht den Sportler, sondern den Hintergrund. Wenn die Belichtungszeit passt, können Sie also wirklich ein ganz schnelles Sportfoto aufnehmen. Wenn wir das jetzt kurz nacheinander machen, dann kann man im Prinzip wirklich sich so einen Bewegungsablauf vorstellen von diesem Golfspieler. Da haben jetzt Belichtungszeiten in der Größenordnung eine 50. bis eine 500. Sekunde. Geht ja also Millisekunden. Geht auch schneller. Diese Hochgeschwindigkeitsfotografie, Stroboskopie, kriegen Sie Belichtungszeiten deutlich unter einer Millisekunde rein. Das heißt, Sie können wirklich sehen, wie so ein Tropfen ins Wasser fällt, hochspritzt und so weiter. Und ganz neuartige Sachen, wenn Sie es also Stroboskope basierend auf Lasertechnologie sich anschauen, da kommen Sie runter bis zu 20 Nanosekunden. Belichtungszeit mal umgerechnet wäre die Größenordnung 1 durch 40 Millionen, also wirklich extrem kurz. Und was Sie da sehen können, hier kann man es vielleicht noch erahnen, da war mal auf der rechten Seite so ein Luftballon, der mit Wasser gefüllt war. Und es ist genau in dem Moment ausgelöst worden, wo jetzt also eine Gewehrkugel diese Hülle vom Luftballon zum Platzen gebracht hat. Und man kann noch sehen, das Wasser ist noch in der Form, die Membran von dem Luftballon ist schon zerknallt. Ja? Und man kann im Prinzip wirklich genau sehen, was danach passieren würde. Oder hier haben wir wirklich ein Projektil abgebildet, wie das gerade so eine Karte zerschneidet. Wie schnell ist so ein Projektil? Es ist nicht mein Fachgebiet, aber wenn ich so nachlese, ist 100 bis 1000 Meter pro Sekunde, verglichen mal mit der Schallgeschwindigkeit 330 Meter pro Sekunde. Nächste Frage, wie schnell ist denn jetzt Chemie? Und das ist im Prinzip die Frage wieder vom Eingang, wie schnell ist so eine chemische Reaktion? Naja, es ist im Prinzip mit der Bewegungsgleichung oder mit der Bewegung von den Molekülen oder von den Atomen im Molekül verknüpft. Also Bindungsbildung, Bindungsbruch. Und wenn wir es uns angucken, ist es typischerweise 100 Mal schneller als so eine Gewehrkugel. Ja, also wir haben Größenordnung 100.000 Meter pro Sekunde. Das ist ein bisschen dumme Größenordnung, weil wir jetzt eigentlich nicht mehr von Metern reden, wenn wir von Atomen sprechen. Also es geht um Angstrom pro Femtosekunden, sind dann Einheiten, die wir uns anschauen. Ja. Das wäre jetzt also die natürliche Zeitskala. Wie gesagt, Femtosekunden hatten wir vorher schon, das ist im Prinzip wirklich eine Schwingungsbewegung. Gucken wir es mal auf eine Skala an. Das wäre jetzt eine logarithmische Zeitskala. Wir haben auf der einen Seite 10 hoch plus 18 Sekunden. Das wäre so das eine Ende, das ist das Alter des Universums.
und auf der anderen Seite 10 hoch minus 18 Sekunden. Das ist also eine Attosekunde. So, dazwischen haben wir irgendwo die eine Sekunde. 10 hoch irgendwas Sekunden ist, wie viel ich schon geredet habe. 10 hoch 3 mal 10 hoch 7 Sekunden ist ein Jahr. Ja, mein Alter ist irgendwie Größenordnung 10 hoch 9 Sekunden. So, und das ist jetzt so der Bereich, in dem Atommolekülphysik passiert. Wir hatten über diese Skalen gerade schon gesprochen, so Nanosekunden, Fluoreszenz und andere strahlende Übergänge. Pikosekunden ist, wo wir typischerweise Rotationen von Molekülen haben. Und Femtosekunden war diese Schwingungszeitskala. Wenn wir uns schnelle Elektronenbewegungen angucken, ist es ein klassisches Analogon, also das wäre die schnellste sozusagen, ist es ein bisschen in Anführungsstrichen, weil natürlich ein Elektron nicht wirklich klassisch da drum läuft. Wir haben gerade gesehen, es sind Wellenfunktionen, aber die Größenordnung ist 152 Attosekunden. So, wie schnell ist der kürzeste Lichtpuls, den wir gerade haben? Der Rekord derzeit ist bei 80 Attosekunden. Also wir können im Moment mit den Technologien, die wir haben, Elektronenbewegung anschauen. Ja. Das ist nicht das, worüber ich heute sprechen würde. Ich will nur sagen, dass es experimentell wirklich realisierbar ist, sich Molekülschwingung, Bewegung und auch wirklich Elektronenbewegung sich anzuschauen. Gut, wie macht man das experimentell? Ich sage das nur schematisch, es wäre nicht mein Hauptgebiet, das zu machen. Wir haben im Prinzip einen ganz kurzen Lichtpuls und der muss natürlich, wir haben gerade gesagt, Belichtungszeit muss passen, ungefähr so sein wie die Dynamik, die wir uns anschauen wollen. Wenn wir uns Schwingungen anschauen wollen, und die finden auf Femtosekunden-Zeitskalen statt, muss der Puls also auch Femtosekunden lang sein. Tut er das, dann regt er sozusagen das System an, das fängt sich an zu bewegen und eine kurze Zeit später kommt ein zweiter Puls, der regt jetzt das Ganze nochmal an und gibt ein Signal. Und das macht man jetzt als Funktion des relativen Abstandes zwischen diesen beiden Pulsen. Misst also ein Signal relativ zu dieser Verzögerungszeit. Gut, also das sind sogar die beiden fundamentalen Gleichungen. Jetzt werde ich Sie nicht viel mehr mit Gleichungen belästigen. Das sind die einzigen beiden, die uns jetzt interessieren und die wir lösen. Der Hauptteil jetzt meines Vortrages wollte ich dem widmen, was wir untersuchen, also die Anwendungsgebiete. Und das erste ist aus dem Teil selbstheilende Polymere. Da ist es noch nicht viel Licht, das kommt ein bisschen später. Wer so ein bisschen nerdig ist wie ich, der wird bei selbstheilenden Materialien vielleicht an den Terminator denken. Sie erinnern sich, das war relativ Terminator 2, der kriegt eine Gewehrkugel ab und danach schmilzt es wieder zusammen. Das ist das so das Vorbild oder der Prototyp eines selbstheilenden Materials. Gibt es heute sozusagen, also den Terminator noch nicht und auch das Material noch nicht, das ist irgendeine, fragen Sie mich, wie das hieß, das war auch eine Metalllegierung, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist im Prinzip, das ist jetzt aus irgendeiner aus einem Startup-Unternehmen, dass es wirklich selbstheilende Plastiken, also Polymere herstellt. Das ist der Polymerstrang, sie fügen dem wirklich mechanischen Schaden zu, sie schneiden das Ding auseinander und dann, Punkt D, sie klatschen es wieder zusammen, halten es eine Minute fest und danach können sie es, Sie sehen hier vielleicht noch den Schlitz, Sie können es danach wieder mechanisch belasten, das geht. Ja. So, das ist derzeit die Realität. Sie kennen es vielleicht sogar schon, haben Sie es schon mal gehört, es gibt diese selbstheilenden Autolacke. Das ist für die, wenn man mal so einen Kratzer auf dem Schlüssel hatte, unangenehm. Was man jetzt macht, das wäre also hier sozusagen der Kratzer und man müsste es mit ein bisschen Wärme behandeln, nach einer Zeit ist der Kratzer wieder weg. Ja. So, das ist jetzt mal das mikroskopische Bild, das ist von unseren Kollaborationspartnern. Man hat jetzt hier also ein Polymer, man baut hier so ein Messer, so einen Schlitz rein und wenn man es eine Zeit lang beobachtet, dann sieht man hier so ein blaues, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, auftreten, eine mobile Phase, die dann anfängt, in den Schlitz reinzugehen. Das sieht man dann hier ganz gut an diesem Abbild D und danach vernetzt sich das wieder und ist wieder belastbar. Das ist jetzt immer noch sehr deskriptiv, wie funktioniert das? Da gibt es so drei verschiedene Mechanismen, wie man das heutzutage macht. Sie können sich das vorstellen, gucken wir das erste Mal an, das ist jetzt hier halt irgendwie so ein Polymer und es hat innen drin solche Kapseln, da ist eine Flüssigkeit drin. Zum Beispiel also die Monomere von dem Polymer oder ein Katalysator oder irgend sowas. Wenn jetzt also da ein mechanischer Schaden, also ein Schnitt da reinkommt, dann platzen diese Kapseln, die Flüssigkeit läuft aus und kann sich vernetzen. Gibt dann also wieder Polymer. Das ist sowas wie ein bisschen Rohstoff, ne? Zerschnitten, kann sich wieder vernetzen. Kann man sich jetzt hier unten nochmal anschauen, das ist so ein anderes Bild, da sind noch verschiedene kleine Kapseln, die gehen kaputt, laufen da aus sozusagen, füllen das Ganze wieder auf und fertig. Ähnlich gibt es hier mit solchen Kanälen, da gibt es so ganze Kanäle, die das ganze Polymer so durchlaufen, wenn die zerschnitten werden, wieder genau das Gleiche.
Der Nachteil ist es natürlich, wenn es zweimal an der gleichen Stelle kaputt geht, ist nichts mehr da. Ja? Funktioniert trotzdem ganz wunderbar. Das ist aber nicht das, was wir uns mit beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem letzten Fall so ein bisschen mit. Wenn man jetzt hier das Ganze kaputt macht, dann sind chemische Bindungen kaputt gegangen. Welches sage ich dann gleich? Und die können einfach wieder zusammengehen. So, und nur mal zu sehen, also es gibt es wirklich nicht nur für Polymere, es gibt es bereits für Metalle. Da funktioniert natürlich der Kapselmechanismus, da ist mit einer chemischen Bindung im Metall, klappt natürlich jetzt nicht. Es gibt es auch für Keramiken und für Zement schon. Es ist nicht mein Forschungsgebiet, ich werde jetzt ein bisschen über die Polymere sprechen, die Plastiken, mit denen wir arbeiten. So, für die Chemiker unter Ihnen, was sind das für Bindungen? Ich will jetzt gar nicht mit chemischen Formeln abschrecken. Es sind im Prinzip reversible chemische Reaktionen, also solche, die eine ganz kleine Reaktionsbarriere haben. Zum Beispiel ein Diels-Alder, das wäre jetzt hier unten das. So eine Verknüpfungsreaktion sind zwei Monomere, die können einfach wieder zusammengehen, wieder auf. Und wenn man es ein bisschen erhitzt, dann reicht es schon, dass sie wieder aufgehen, können da reinfließen, was abkühlen lassen, klack, geht es wieder zu. Man braucht jetzt also wirklich schwache Bindungen. Alternativ, das war jetzt hier so eine Isocyanatbindung, geht es genauso, das ist in so einem Gleichgewicht auseinander geschlossen. Oder es gibt im Prinzip Verknüpfung über Wasserstoffbrücken, das ist auch relativ schwach, kann man schließen, kann man wieder öffnen. Ionische Wechselwirkung, einfach nur Pluses und Minuses verteilt irgendwo im Molekül, die wollen natürlich auch wieder zusammengehen, kann man mit Wärme oder ähnliche Behandlung auseinanderziehen oder so eine Metallkomplexbindung. Ja. So, und was wir jetzt da machen, das soll jetzt auch wirklich einfach nur mal ein Überblick sein, was wir da wirklich können. Wenn wir sagen, wir berechnen also dieses Molekül, da ist so die Stelle, in der es auseinandergeht. Wir können das mit dem Experiment zusammen verknüpfen, können wir also wirklich sagen, wir machen zum Beispiel Schwingungsspektroskopie und sehen, wenn ich jetzt erwärme, wo ändert sich denn jetzt die chemische Bindung? Und dann sehen die beispielsweise, das ist jetzt mal ganz plakativ, nur einfach hier oben, einmal bei 23 Grad, einmal bei 100 Grad, dann ändern sich zwei oder drei von diesen Schwingungsbanden und das sind dann zum Beispiel genau die, die jetzt gerade diese Bindung, Bindungsbruch, Bindungsänderung, Bindungsöffnung machen und danach wieder zusammengehen. Und das können wir im Prinzip berechnen. Da oben ist das Experiment, da unten ist, was wir mal berechnet haben. Und dann können wir im Prinzip mit dem Experiment zusammen sagen, okay, was ist denn jetzt der Mechanismus? Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Was passiert jetzt bei der Heilung? Gut, das nur mal, was wir können. Was im Moment gerade gemacht wird, ist, naja, mechanische Eigenschaften ist eins, aber was ist, wenn das Polymer andere Eigenschaften hatte? Unsere Kooperationspartner sind zum Beispiel derzeit interessiert, die stellen Polymere für Elektroden her, also für Batteriematerialien. Naja, wenn es mechanisch wieder in Ordnung ist, super, aber wenn es jetzt keine Elektronen mehr leitet oder sonst was, habe ich nicht viel gewonnen. Das heißt, wir gucken uns also an, kann ich das Polymer oder sagen wir mal, den Heilungsmechanismus so ändern, dass es auch nicht nur die mechanischen Eigenschaften wiederherstellt, sondern vielleicht auch sogar andere Eigenschaften, optische, Leitfähigkeit und sonst was. Das ist also ein so ein Teilaspekt. Das zweite, was ich kurz vorstellen möchte, sind photoaktive Materialien für die Krebstherapie. Das ist ein ganz neues Thema, in der klinischen Phase, photodynamische Therapie. So, was Sie vielleicht kennen, wenn Sie derzeit an Krebs erkranken, ist das Material oder das Molekül, was Sie bekommen, das Medikament in der klassischen Chemotherapie, ist das sogenannte Cisplatin. Das ist ein relativ einfacher Komplex. Der schreckt auch hoffentlich die Physiker unter Ihnen nicht ab. Es sind nur 5 Bindungspartner sozusagen involviert, also ein Platin, 2 Ammoniakgruppen und 2 Chloride. Und der Mechanismus ist derzeit wie folgt angenommen. Da spalten sich jetzt im Prinzip die Chlors ab und klatschen so an die DNA dran. Und wenn die DNA so, naja, so unterbrochen ist, dann ist natürlich auch die Übersetzung der DNA, also Transkription bzw. auch die Replikation unterbrochen. Sobald der Körper merkt, dass also die DNA einen Schaden hat, wird also eine ganze Kaskade von zytotoxischen Prozessen eingeleitet, die dann zum Zelltod führen. Gut, ein bisschen genauer, wenn man sich das anschaut, für die jetzt von Ihnen vielleicht biologisch interessierter sind, im Prinzip knüpft es an so eine Stickstoffposition vom Guanin in der DNA an. Sie wissen aber alle schon, das ist jetzt nicht besonders spezifisch, das hat unglaublich viele Nebenwirkungen. Es tötet nicht nur den Tumor ab, sondern alles Mögliche außenrum auch. Das ist natürlich unschön. Ja. Was also passiert oder was derzeit daran geforscht wird, ist, dass man sozusagen an dieser photodynamischen Therapie gezielter im Tumor den Tumor absterben lassen kann. Was also passiert ist wie folgt. Wir haben jetzt also ein Molekül, was wir einnehmen, ein Substrat, einen Wirkstoff. Den nenne ich jetzt mal Photosensibilisator, der ist also lichtempfindlich. Das ist zum Beispiel ein Metallkomplex, komme ich gleich zu.
So, was ist im Moment das Schwierige ist, wie mache ich das, dass er sich nur im Tumor anreichert und nicht wieder überall, aber der ist hoffentlich trotzdem nicht toxisch. Der wird nur toxisch, sozusagen, wenn Licht drauf geht. Das ist die Idee von dieser photodynamischen Therapie. Ja, das heißt, ich spritze das also sonst wo an, das lagert sich jetzt nur in diesem Tumor an, dann scheine ich da Licht drauf und danach soll das Ganze im Prinzip entweder deutlich reduziert oder sogar abgestorben sein. Funktioniert im Prinzip wie folgt, also der Photosensibilisator geht also in angeregten Zustand über und macht danach eine chemische Reaktion. Für die jetzt chemisch Interessierten und auch von der physikalischen Chemie nicht ganz abgeschreckt sind, was passiert ist im Prinzip, aus dem Grundzustand rege ich also in angeregten Zustand ab. Ich habe typischerweise dann, weil es ein Metallkomplex ist, eine starke Spin-Bahn-Kopplung. Das heißt, ich gehe vom Singlet in den Triplet über. Und was dann zum Beispiel passieren kann, ist, dass der Sauerstoff, der in der Zelle ist, in Singlet-Sauerstoff umgewandelt wird. Singlet-Sauerstoff kennen Sie vielleicht, das ist das, was so schön rot leuchtet, wenn man den Versuch macht. Der ist aber hochreaktiv. Das heißt, sobald Singlet-Sauerstoff in dieser Zelle auftritt, tötet er die Zelle ab. Das ist die Idee dahinter. Ja. So, und nachdem er sich dann sozusagen nur lokal angereichert hat, das heißt, diesen Metallkomplex packt man jetzt mit verschiedenen, ich sag mal, Antikörpern oder was drauf, dass er sich wirklich nur lokal in der Zelle, in der Tumorzelle andockt. Also eine Methode, wie man es derzeit macht, ist, man weiß, dass der Tumor stärker wächst, er hat also Wachstumshormone, die er ausschüttet. Und diese Sensitivität ist genau auf diese Wachstumshormone, beispielsweise. Ja. Oder der bildet besonders viele Blutgefäße in seiner Umgebung. Dann geht es sensitiv auf genau diese Marker. Ja. Und dann im Prinzip muss man es wirklich nur noch mit Licht bestrahlen und das ist das Ding tot. Das wird derzeit auch schon in der Klinik gemacht. Eine andere Sache, was auch gemacht wird, ist, das ist jetzt noch in der Forschung, das ist noch nicht in der Klinik, soweit ich weiß, unsere Kooperationspartner machen es noch in Zellen, das ist also noch nicht im klinischen Bereich. Wir gucken uns jetzt also solche Metallkomplexe an, das ist mal so ein Beispiel. Da sitzt hier ein Ruthenium-Atom und hier außen drum irgendein Ligand, das ist erstmal egal. Wenn man den schluckt, tut der nichts. Sobald jetzt aber Licht drauf scheint, fliegt hier oben dieses rot-blau markierte NO ab. Also das ist Stickstoffmonoxid. Hat jetzt nichts mehr mit dem Dieselskandal zu tun, sondern ganz normales Stickstoffmonoxid. Alternativ CO. Und das ist natürlich auch ein Triggersignal, was dann die Zelle abtötet. Ja. Und was wir jetzt gerade dran forschen, beispielsweise, ist, dass wir jetzt hier an dieser Ligandensphäre Modifikationen vornehmen. Sie sehen, da kommen jetzt diese Orbitale, die ich am Anfang erwähnt habe, mal drin vor. Wir gucken uns jetzt an, wo liegen denn jetzt diese Zustände, die jetzt also so ein NO abspalten, energetisch? Mit welches Licht brauche ich? Blaues, gelbes, grünes, um es genau das abzustrahlen. Die Idee ist jetzt die folgende. Also ich habe schon vorhin gesagt, man regt normalerweise im UV-Bereich an. Das ist ja eigentlich nicht das, was man dann auch noch möchte, nochmal mit starker UV-Strahlung reingehen. Das heißt, man versucht jetzt also den Liganden so zu modifizieren, chemisch, dass man jetzt im sichtbaren Bereich bestrahlen kann. Vielleicht sogar im Infraroten. Dann kommt man erstens ein bisschen tiefer durch und zweitens ist es weniger schädlich für die Haut und außenrum. Das heißt, wir versuchen jetzt also zusammen mit dem Experimentatoren zu sagen, was müsst ihr hier chemisch verändern, dass sozusagen die Zustände, die es abspalten, das wäre jetzt zum Beispiel so einer hier, energetisch in ein Fenster rücken, dass man es mit normalem Licht anreichern kann. Ja. Das wäre jetzt auch so eines dieser lichtaktiven Materialien, nenne ich es mal. So, und den letzten Teil möchte ich dem Thema Photokatalysatoren und Energiewandlung ein bisschen widmen. Da geht es also darum, wir haben künstliche Lichtsammelkomplexe, man nennt es auf Englisch Light Harvesting oder um künstliche Photosynthese nachzubauen. Das kennen wir die Biologen von Ihnen viel, viel besser als ich. Das ist mal so ein Ausschnitt ganz schematisch aus diesem Fotosystem. Sie haben hier verschiedene grüne Plättchen, das sind Ihre Antennen, da sind die Farbstoffmoleküle drin. Es fällt Licht drauf, egal wo. Aber was passiert ist, die Anregungsenergie vom Licht wird hier weitergeleitet bis zu einem Reaktionszentrum hier. Und da wird dann final ein Elektron übertragen, was dann, was ich NADPH plus reduziert zu H2. So, und das wollen wir im Prinzip nachbauen. Aber wieder kurz. Das ist, was wir jetzt also versuchen im Experiment zu machen. Wir rechnen es, wie gesagt, nur. Die Experimentatoren kochen das. Wir haben also hier oben die Idee dahinter, ist also eine künstliche Photosynthese im Prinzip herzustellen. Wir haben Lichtsammelkomplexe, Lichtsammelfarbstoffe. Wieder so ein Photosensibilisator, der also ja, Lichtanregungsenergie weiterleitet oder katalysiert. Wir haben zwei verschiedene Enden,
einmal eine Akzeptorseite, wo also ein Elektron hinübertragen wird. Das heißt, wenn das Elektron da ist und Sie haben ein Proton, wird daraus Wasserstoff erzeugt. Andere Seite, wir brauchen natürlich irgendwo, wo das Elektron herkommt, es wird das Wasser oxidiert, es entsteht Sauerstoff und da kommen auch die Elektroden her. Wir haben also im Prinzip eine photochemisch getriebene Wasserspaltung. Wenn das mit ganz normalem Sonnenlicht funktionieren würde, wäre das natürlich fantastisch. Derzeit wird Wasserstoff hergestellt, indem Sie also Strom reinstecken, um Wasserstoff zu erzeugen. Relativ ineffizient. Wenn man es mit Licht einfach in die Sonne stellen kann und es erzeugt Wasserstoff, wunderbar. Ja. Gut, auch wiederum versucht man das möglichst im sichtbaren Bereich des Spektrums zu machen, weil wir da natürlich auch die höchste Strahlungsspektrum hat. Das ist, wie das ein mögliches Modell derzeit aussieht, was von unseren Kollaborationspartnern gemacht wird. Hier in der Mitte ist so ein Palladium, alternativ Platin-Kolloid, kleiner Nanopartikel. Und außenrum haben wir hier so Stränge chemisch dran gepackt. Und da sitzt jetzt wieder irgendwie so ein Metallkomplex dran. Der Metallkomplex macht wieder diesen Elektronentransfer. Und außenrum, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, sind so kleine Zickzack-Schwänze. Das sind jetzt mal rot, blau und grün markiert. Das sind Farbstoffe, die da dran sind. Und diese haben jetzt auch blau, weil sie genau blaues Licht absorbieren, grün, weil sie grünes Licht absorbieren, rot. Das heißt, wir können also mit verschiedenen Farbstoffen, die wir zusammenschalten, verschiedene Bereiche des Spektrums aufnehmen. Also wir können es nicht, wir brauchen nicht nur das grüne Licht, wir können das blaue, rote, grüne, alles ausnutzen. Die leiten dann die Energie weiter bis zu diesem Reaktionszentrum. Da ist also Energietransfer und das letzte ist ein Elektronentransfer. So, wir haben uns jetzt die beiden Aspekte voneinander bislang nur unabhängig voneinander angeschaut. Wir wollen es noch verknüpfen, soweit sind wir noch nicht. Das ist relativ rechenaufwendig. Was wir also machen, mal ganz kurz, um nochmal Elektronen- und Energietransfer zu veranschaulichen. Wenn Sie Energietransfer haben, ist das folgende. Sie haben ein System, was sozusagen im Grundzustand ist und eins, was im angeregten Zustand ist. Und wenn Sie Energietransfer haben, dann ist sozusagen die Anregungsenergie übertragen worden. Das heißt, das erste System ist jetzt angeregt und das zweite ist wieder deaktiviert. Das heißt, Sie haben also den Anregung weitergeleitet. Alternativ können Sie jetzt also Elektronentransfer haben. Da passiert nichts weiter, als dass ich jetzt mein Elektron von hier nach hier schiebe. Das heißt, das eine ist jetzt sozusagen, der Donor ist jetzt positiv, hat also ein Elektron weniger und der Akzeptor hat ein Elektron mehr, ist also negativ geladen. Das gibt es auch lichtinduziert, dann funktioniert es wie folgt, dann geht es nämlich erst über einen angeregten Zustand und dann hüpft es im angeregten Zustand rüber und es fliegt dann wieder runter. Ja. Also, Sie ahnen schon, es hat wieder was mit nicht-adiabatischen Prozessen zu tun. Ich bleibe das nur mal im unteren Bereich. Ich rege also mit Licht an, komme in einem angeregten Donorzustand, habe dann auf Englisch Charge Separation, also eine Ladungstrennung. Ich packe mein Elektron auf die andere Seite und da soll es hoffentlich bleiben. Der Prozess hier, den wollen wir nicht, dass also Ladungsrekombination, dass es wieder zurückgeht. Chemisch ist also die Idee, das so zu bauen, dass das möglichst gut geht und das möglichst schlecht geht. Das ist die chemische, also die Herausforderung an den experimentell Arbeitenden. Und wir helfen natürlich dann wieder dabei, zu sagen, ja, wie liegen denn die Schemen, also die Energielevel, wie koppeln die und so weiter. Gut, also das sind das Systeme, die wir von unseren Kooperationspartnern. Wir gucken uns bislang nur die Reduktionsseite an. Die Oxidationsseite wird immer separat betrachtet. Also was brauchen wir? Das ist wieder so ein Ruthenium-Komplex. Da hinten ist irgendwie ein Palladium, Kobalt, Platin, irgendwas. Wir regen mit Licht an, transferieren ein Elektron jetzt erstmal auf diese Brücke hier. Das ist so ein Zwischenspeicher und danach kommt es da hinten an. Und das Ganze brauchen wir zweimal, dass sozusagen also Wasserstoff erzeugt wird. Gut, Elektronen wollen nicht gerne zu zweit auf so einer Brücke sein. Das ist also wieder eine Herausforderung, wie kann ich das handeln? So, und das sind so die Prozesse, die jetzt hier also stattfinden. Das ist mal ein bisschen, nochmal in dem Beispiel gezeigt. Wir haben also eine Anregung von dem Ruthenium auf diese Ligandensphäre. Das nennt man auf Englisch also MLCT, ein Metall auf den Liganden-Ladungstransfer. Dann geht es wieder von Singlet in Triplet über. Wir haben also wieder Spin-Bahn-Kopplungseffekte. Dann geht es von da auf diesen Liganden über und danach da. Und das sind so die Zeitskalen, die jetzt mit den Kopplungsstärken im Prinzip einhergehen. Und das ist... Habe ich bis halb, ne? Gut, dann springe ich jetzt mal hier ein bisschen. Wir haben ein Modellsystem, an dem wir das Ganze untersucht haben, weil es für das auch relativ gute experimentelle Daten gab. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz nur, dass das, wenn man das Spektrum, was wir jetzt berechnen, mit dem Experiment wieder passt, dann können wir im Prinzip überlegen, wie sieht das Ganze jetzt aus. So, das sind jetzt also solche Orbitalbildchen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu klein ist. Das ist der Zustand, der jetzt hier liegt. Wenn man den anguckt, dann geht es von da nach da. Das ist das, wie man das Bildchen liest.
Man sieht, es sitzt am Anfang hier und ist danach auf der Brücke. Das ist also was, was man zum Beispiel möchte. Von dem Metall weg auf die Brücke. Bei dem hier genauso vom Metall, das ist auf dem Anfang der Brücke sozusagen. Ja? So funktioniert es bei uns. Also wir gucken uns dann diese Zustände an, gucken uns dann verschiedene an. Ich klammer die jetzt mal aus. Das wäre einer, den wir nachher wollen. Von da an das andere Ende. Und die unerwünschten von da wieder zurück, die wollen wir nicht. So, und dann kann man sich so ein Schema aufstellen. Wie gesagt, das hilft dann den Experimentatoren nachher. Ich springe das jetzt auch mal. Und das ist jetzt, wo die Dynamik ins Spiel kommt. Das wäre jetzt also genau so ein Fall, wo wir es anregen. Das soll von da nach da gehen. Und das können wir uns jetzt zeitaufgelöst anschauen. Das ist ein ganz kurzer Film, wenn er jetzt geht. Ja, das kommt jetzt also in diese Kreuzungsregion. Sobald es jetzt hierher kommt, kommt also auch was in diesem grauen Bereich. Ist also ein Elektron dahin übertragen worden. Gut, und das ist jetzt wieder die Zeitskala, kennen Sie schon, sind also wieder Femtosekunden, Schwingungszeitskalen. Ja. So, und ich gehe jetzt mal zum allerletzten. Das ist der Energietransfer, das ist jetzt also nicht, wo ein Elektron übertragen wird, sondern der andere Aspekt des Ganzen. Wollen wir uns also anschauen, wie funktioniert das mechanistisch. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel einen blauen Farbstoff, der absorbiert also im Blauen und emittiert, naja, ein bisschen verschoben ins Rote. Aber daneben ist ein anderer Farbstoff, der ist gelb, der absorbiert im Gelben, emittiert wieder ein bisschen rot verschoben, ein roter Farbstoff absorbiert, emittiert wieder rot verschoben und so weiter. Und danach kommt es zu diesem Fotosystem, wo das Elektron drankommen soll. Und das Ganze passiert dann zweimal. So, das ist jetzt also ein Beispiel, wo Energie übertragen werden soll. Sie erinnern sich an diesem Beispiel Photosynthese, Lichtanregung, Energie bis zum System. Das ist der andere Aspekt. Also von Blau nach Gelb nach Rot und nicht von Blau nach Rot, das funktioniert normalerweise nicht. Was braucht man, dass es experimentell funktioniert? Oder dass es überhaupt funktioniert? Blau absorbiert hier, emittiert hier. Gelb absorbiert hier, emittiert in dem gelb gestrichelten. Und damit das von Blau nach Gelb übertragen werden kann, muss da, wo Blau emittiert, überlappen mit da, wo Gelb absorbiert. Und das ist hier gegeben. Deswegen können wir jetzt hier im Prinzip einen Ladungstransfer haben, einen Erregungstransfer haben. Das Zweite, was wir brauchen, die ganzen müssen relativ nah beieinander sein. Wenn es weit weg ist, sieht man es nicht. Das heißt, was die Experimentatoren gemacht haben, die haben das wieder in so ein Polymerrückgrat reingebaut und ein Polymer sitzen dann da blau, gelb, rot nebeneinander relativ dicht. Gut. Ich überspare mir das jetzt, dass, das jetzt im dass wir es genauso sehen. Das wäre jetzt sozusagen, wo man die Zustände jetzt charakterisiert. Das wäre mal so ein typisches Beispiel, das sind drei angeregte Zustände. Was hier heißt, wie man die charakterisiert, von Rot nach Blau wird ein Elektron verschoben. Hier ist ein Farbstoff, hier ist ein zweiter Farbstoff. Da sehen Sie, es bleibt eigentlich alles auf dem Farbstoff. Es geht vom linken Ende vom Farbstoff auf das rechte Ende vom Farbstoff. Der untere Farbstoff ist nicht involviert. Der zweite wäre sowas wie das Gleiche auf dem unteren Farbstoff. Im oberen passiert gar nichts. Hier geht es vom rechten Ende aufs linke Ende. Und das wäre was, wo beide zum Beispiel involviert sind. Das geht vom Farbstoff etwas auf den anderen Farbstoff über. Das ist so ein Zustand, den man nicht will. Die liegen aber alle energetisch relativ nah und koppeln auch noch. Das ist also die Herausforderung. Sie sehen hier eine so eine Kopplung, hier kommt so eine Kopplung, dass die stark ist und die schwach. Ja, und das sind so Sachen, die wir dann wieder untersucht haben für verschiedene Farbstoffe. Das spare ich mir jetzt. So, und dann sieht man es wieder, wenn man jetzt so eine Dynamik macht. Im Moment noch nicht viel. Das kommt jetzt gleich ein Laserpuls, der das Ganze anregt. Dann kommt das in dem einen Zustand. Hier kommt es gerade hoch. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit, geht das wieder in den anderen Zustand über. Und wie gesagt, das sind also so Sachen, die können die Experimentatoren hier wirklich messen. Also, wir können jetzt hier im Prinzip helfen, diesen Energieübertrag effizienter zu gestalten, indem wir Hinweise dann für das Experiment geben. Ja, wie gesagt, wir machen das derzeit, dass wir also Energie und finalen Elektronentransfer verknüpfen. Gut, das würde ich mir jetzt sparen und würde gleich zur Zusammenfassung kommen. Damit ein bisschen, ich hoffe, ich habe ein bisschen was über Quantenchemie und deren Bewegung, also Quantendynamik, zeigen können. Wir haben was über selbstheilende Polymere, habe ich Ihnen was vorgestellt, über diese photodynamische Krebstherapie und im Prinzip zu diesem Thema künstliche Photosynthese, dass wir also jetzt einmal die einzelnen Bestandteile, wie wir die beschreiben können, Energietransfer, Elektronentransfer. Das letzte habe ich jetzt übersprungen. Das war experimentell, wie man es so sehen kann, wirklich wie so ein Molekül zerfällt.
Und ich möchte mich jetzt, bevor ich jetzt Ihnen für die Aufmerksamkeit danke, bei denen bedanken, die jetzt wirklich die experimentelle Arbeit im Labor machen. Das sind jetzt zum einen dieser Spektroskopie, mein Kollege Benjamin Dietzek aus Jena, das ist der Herr Schubert, der die ganzen Polymere herstellt, der Biegert, der jetzt genau dieses Elektrondiffraktionszeug macht, der Rau aus Ulm, der genau diese Komplexe synthetisiert, ebenso wie Herr Weigand, der solche künstlichen Elektronentransfer-Photosynthese-Sachen synthetisiert. Und das ist noch meine Arbeitsgruppe und Ihnen möchte ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken.